Und da sind wir wieder zurück bei Tales of the Loop, die neue deutsche Welle. Wir haben unsere 4 Fragezeichen verlassen, nachdem Jan und Ronny fast von einem Taxi umgefahren worden sind, das ganz knapp an Koras Gesicht vorbeigerauscht ist, die an der Straße steht, und Richtung Rune Maria brettert, an dem gerade ein Gaswasserinstallateur mit seinem Minivan vorbeifährt. Und Ronny und Jan können es aus der Entfernung sehen, aber Cora und Rune haben Logenplätze von einem Unfall, der direkt vor ihren Augen passiert. Das Taxi rauscht frontal in den Transporter des Installateurs rein. Es gibt einen zerberstenden Knall, Metall verbiegt sich, Glas splittert, die Hupen springen an, Alarmanlagen springen an, und kleine Teile von dem Auto bersten durch die Gegend. Und 2 qualmende Wagen stehen mitten auf der Straße. Ronny und Jan, ihr beide könnt Cora und Rune Maria schon vom Weiten sehen. Und ihr habt auch alle den Unfall mitbekommen. Und Ronny und Jan, ihr kommt jetzt langsam mal auf die Höhe von Cora. Was hey, hey Cora. Alles gut bei dir? Ja, das... Was ist da gerade passiert? Keine Ahnung. Komm, steig auf, guck uns das an. Okay, und ich steige auf. Rune, du bist am nächsten dran. Praktisch wenige Meter von dem Unfall. Es war die pure Glückssache, dass dich nicht irgendwelche Teile oder der Unfallwagen, die sich halt leicht auf der Straße gedreht haben, getroffen hat. Was machst du? Du siehst aber auch schon in der Entfernung Ronny, Jan und Cora, die gemeinsam in deine Richtung kommen. Ja, boah, ich laufe erstmal zu dem, wie, die sind frontal ineinander gebrettert. Die sind volles Met frontal ineinander gebrettert. Ja, dann laufe ich kurz dahin, guck mir das an. Also mal kurz einen Blick drauf werfen und dann laufe ich aber rüber. Du siehst in dem Lieferwagen einen älteren Mann mit Halbglatze, weißes T-Shirt, blaue Latzhose, der über dem Lenkrad hängt und am Kopf ein wenig blutet. Airbag ist aufgegangen. Und du siehst, an, als du am Taxi vorbeiläufst, ein alter Mercedes, also Mercedes C-Klasse Coupé, auch der Motorblock schon fast in den Innenraum reingeschoben, eine blonde Frau mit Dauerwelle, die auch über dem Lenkrad hängt, und das Radio bläst ununterbrochen, plärrt es weiter Musik. Und was du davon halt noch hörst, ist... Und das war Kate Bush mit Running Up the Hill. Es geht weiter mit den Hits des Tages. Mit freundlicher Unterstützung von der Königskron GmbH. Ohne den wird es Beats FM nicht geben. Aber das hört sich für mich an wie... Das Leben ist ja doch ein Wunschkonzert. Denkt immer dran, dieses Wochenende ist das große Wunschkonzert von Beats FM. Die besten Hits von den 70ern bis heute. Ruft uns einfach an unter 0221 4230 2812 und lasst uns einen Musikwunsch da. Für die nicht so schnell nochmal 0221 4230 2812. Das Leben ist ein Wunschkonzert hier auf Beats FM. Und Musik läuft weiter. Ja. Ich mach's Radio aus. Punkt. Also du greifst da rein und machst das Radio aus. So. Und jetzt gucke ich mal, ob ich mich auch abschnallen kann.
Ich würde auch mal zu dem Mann gehen, in dem anderen Van. Und die Tür ist offen wahrscheinlich, ne? Ihr kommt alle zusammen, also die Fenster sind gesplittert vom Lieferwagen, die Karosserie ist vollkommen verzogen, die Karosserie vom Taxi ist vollkommen verzogen, die eine Tür ist halt aufgesprungen vom Taxi, die rechte Tür dort, wo Rune, die hat sie, du kannst sie nicht komplett aufkriegen, aber du kannst sie da durchquetschen, um in den Innenraum zu kommen, um das Radio auszumachen. Und als Jan, Ronny und Cora ankommen, sehen sie halt eine verletzte Frau mit blonder Dauerwelle im Auto, und Rune, der an dem Radio rumporkelt. Scheiße, Rune, hilf mir doch! Ja, ich. Ja. Also jetzt spreche ich sie halt mal an. Hallo, alles gut? Hallo? Sollten wir einen Krankenwagen rufen, vielleicht? Oder die Polizei? Ja, genau. Versuche an der Tür, ist da ein Haus in der Nähe? Es sind überall, das ist eine Reihenhaussiedlung. Okay. Und das ist halt eine Straße, der Birkenweg in dieser Reihenhaussiedlung. Und es sind leicht freistehende Häuser. Dort haben wir noch so ein bisschen Platz gehabt und es sind die gleichen Bauten, die Straße komplett runter, fast irgendwie 800 Meter links und rechts Häuser, wo auch schon die ersten Leute an die Fenster kommen. Und sich vor die Tür stellen. Ach, das ist ja Haus einfacher. Ja, du brauchst nicht klopfen, wenn die alle gucken. Und ich alle weiß. So scheiße gucken, rufen sie mal einen Krankenwagen. Ich zeig auf irgendeinen Typen, der im Fenster steht und guckt. Ja. Ich spreche genau ihn an. Ich rede mit der Frau. Ich sag der Frau, hallo, hier, ich bin Rune und Sie sind jetzt in Sicherheit. Hallo? Ja, Das Fenster geht auf, wo Ronny gerade hingerufen hat. Und ein wütender 50-jähriger Mann, schon mit so leicht graumiliertem Haar. Komm, pass auf deinen Ton voll auf, du Gammler! Was machst du überhaupt hier? Ich wohne hier und jetzt beruhig du dich mal, bevor du noch einen Herzinfarkt bekommst. Ruf einen Krankenwagen. Ronny? Nein? Bist du der von den Reimanns? Der Vollidiot, nein. Ich bin Peter. Lüg mir nicht an, du Lümmel. Oh, hingezogen. Warst du das? Ist doch scheißegal, wer ich bin. Ruf einen Krankenwagen. Renate, hast du die Polizei gerufen? Wir haben die Polizei gerufen. Hör mal zu, du Lümmel. Ich sag denen, dass du das warst. Ich drehe mich wieder um und gehe, wie gesagt, auf den Lieferwagen zu. Wird er mitkommen. Und, Ronny und Jan gehen zum Lieferwagen. Jan, du bist doch stark, ne? Zieh mal die Tür auf. Das kriegst bestimmt hin. Bestimmt. Ist die Tür denn offensichtlich irgendwie beschädigt, sodass das Problem machen könnte? Oder? Die Tür ist vollkommen verzogen. Okay. Also das Glas ist gesplittert, aber nicht. Also man. Macht mir doch beide mal so einen ganz entspannten Wurf auf Ermitteln. Ermitteln? Meinst du untersuchen? Untersuchen. Kann ich währenddessen einmal kurz da zu dem gleichen Fenster gehen, wo Ronny gerade war und sagen, hey, tut mir leid für Peter. Kannst du sofort machen. Lass mich kurz mal den Wurf abwarten. Was habt ihr gewürfelt? Ich habe zwei Erfolge. Ich habe keinen Erfolg. Jan, du fängst halt schon mal an. Also, Muscle over Brain passiert ja ab und zu, dass du dir halt denkst, so, ist halt eine Tür, ne? Warum kann man die nicht aufmachen? Und du haust ja fast eine Bandscheibe raus, als du versuchst, diese Tür aufzumachen. Und Ronny, du erkennst relativ schnell, dass die Tür so verzogen ist, dass die im Prinzip aufgeschnitten werden muss. Also, da passiert nichts mehr mit dieser Tür. Cora, du bist zum Fenster des Bewohners gegangen. Das ist fast ein Nachbar von dir. Herr Adler. Herr Adler, Entschuldigung für meinen Freund. Der Peter, der ist manchmal ein bisschen frech. Aber
wir bräuchten einen Krankenwagen oder die Polizei hier. Die haben ja gesehen, der Unfall. Wir haben damit nichts zu tun, aber... Du, Cora, hol doch mal. Hol ruhig, ruhig, Brauner. Hol doch mal Luft. Renate ruft schon. Ruft schon die Polizei. Was machst du denn überhaupt hier? Du sollst doch gar nicht, sowas doch gar nicht draußen sein. Kennst du die Vögel da vorne? Wir sind aus meiner Schule und Mama hat gesagt, ich soll rausgehen. Du, Cora, ich geb dir mal einen ganz Tipp aufs Haus. Pass mal auf, mit wem du so verkehrst. Also den Schmalhans da hinten mit dem der Kopf geplatzt ist. Das ist ein ganz gewitzter. Hör ich das? Oder reden die leise? Die reden halt so am vom Fenster. Also willst du das hören? Weiß ich nicht. Hör ich das? Reden die laut? Sonst komm. Kann ich nur sagen, wessen Kopf gleich platzt, Knalltüte. Mach mir dann doch mal einen Wurf nur auf Verstand. Auf Verstand? Ja. Einfach auf Verstand. Einfach auf Verstand. Verständnis habe ich viel. Hoppala, ein Erfolg, zwei Erfolge. Oh mein Gott, was läuft? Zwei Erfolge. Den muss ich spielen. Ja, also du hörst das. Du kannst dich jetzt entscheiden, entweder darauf einzugehen, was Herr Adler sagt, oder du kannst hast die einmalige Möglichkeit, wirklich Jan zu erklären, als ob er ein kleines Kind und doof wäre, dass die Tür nicht aufgeht. Möchte ich das herausfordern gegen ihn? Der alte Mann sah mir wie ein leichteres Opfer aus, aber gut. Du kannst sie aussuchen. Ich unterdrücke das Verlangen, dem alten Mann an den Kopf zu werfen, was da für eine Knalltüte ist, und sag, pack Jan an die Schulter und sag, Jan, es tut mir leid. Also ich dachte, du wärst stärker, aber die Tür, die ist komplett Schrott, die kriegst du nicht auf. Es sei denn, du bist Lou Ferrigno, dann kriegst du das vielleicht hin. Aber. Scheiße, wie kriegen wir ihn dann da sonst raus? Guck an, der blutet. Ich weiß, die Scheibe ist schon fast geborsten. Du siehst mir, du hast bestimmt einen guten Schlag drauf. Versuch einfach die Scheibe kaputt zu machen und dann hieven wir den irgendwie raus, keine Ahnung. Scheiße, das sind überall Scherben, wenn dann gleich. Moment, ich lauf. Ja, ich hab ja meine Kutte da an, die kann ich ja über den Türrahmen legen. Und dann kriegen wir den schon raus irgendwie. Naja, das ist gut, ich hol meinen Hockeyschläger. So? Jan, du holst einen Hockeyschläger. Rune, du krabbelst im Auto rum der Taxifahrerin und siehst. Die Taxilizenz von Anita Taschenbier. Nicht Maria Kron? Ey, ich habe den Namen schon abgeändert. Im Originalen heißt sie Schluckebier. Ja gut, Anita. Die Frau ist bewegungslos, bewusstlos und blutet auch im Gesicht. Mhm. Gut, dann rufe ich mal die Jungs dazu. Hier, Reimann! Klemann! Nicht Opa. Jetzt, Rune, wir sind hier gerade beschäftigt. Du bist doch groß und stark, da kriegst du schon hin. Ich dachte, mit deiner Brille siehst du alles. Kannst du jedes Problem lösen. Ja, gut. Kann ich auch. Ansonsten gib uns 2 Minuten, wir kommen gleich. Erstmal den Mann hier rausholen. Gut, dann hole ich meinen Zeichenblock raus und male die Frau. Im Taxi? Im Taxi. Ich muss ja warten, 2 Minuten. Kurzer Sketch. Oh, Himmelswillen. So, zurück am Haus bei Herrn Adler. Boah, also ich glaube, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, hier draußen zu sein. Ich glaube, es ist gut, wenn du jetzt mal nach Hause gehst und deinen Freunden sagst, die sollen aufhören, da rumzufummeln. Wir haben Renate hat die Polizei gerufen und die haben gesagt, die kommt gleich. Ja, aber die wollen denen doch auch nur helfen. Also, die versuchen jetzt, die Leute aus den Autos zu holen, damit die dann... Nee, so. Also diesen Reimann-Jungen, den kenne ich. Der klaut doch alles, was hier angenagelt ist. Das
Das stimmt gar nicht. Die, dem seine Hausnummer, ne? Die notiere ich sofort. Sobald der im Urlaub ist, ne? Die Serienlage ist weg. Die gehört weißt mir. Was seine Hausnummer ist? Seine Hausnummer? Ja, die 0221-4230212. aber dann, Herr Adler, so. Cora, also dann, dann geh mal wieder. Okay, tschüss, Herr Adler. Bis nächstes Mal. Und ich gehe so ein bisschen. Der Mann hat mich ein bisschen eingeschüchtert. Ich gehe dann mal wieder rüber und guck mal, ob ich. Ich gehe zu Runi. Also zu Rune. Mhm. Er möchte sich auch ins Auto quetschen? Nee, ich will nicht ins Auto. Ich sag so: Hey, RBM. Ich versuch so cool zu wirken und bin so: Hey, was geht? Alles gut bei dir? Das war ja schon sehr knapp. Ja, klar. Ich steck erstmal den fast vollgezeichneten Block beiseite. Kannst du mir mal hier helfen? Kriegen wir die irgendwie? Die ist nicht mehr. Also die ist vielleicht noch, aber die ist jetzt nicht so, weißt du? Herr Adler hat gerade den Krankenwagen und die Polizei gerufen. Die können denen bestimmt gleich helfen. Ich will jetzt da jetzt nicht meine. Also, du kennst das doch aus den Krimis so. Ich will jetzt nicht meine ganze DNA darauf verteilen. Das ist ja immer so ein bisschen, ne? Ja. Dann komm ich weiß nicht, DNA in den 80ern? Ich weiß ja nicht. Mit dem Loop kam das. Fingerabdrücke. Ich will da nicht meine Fingerabdrücke verlieren, dass die Polizei dann, weiß ich nicht. Also ich, Hast du denn schon was angefasst? Ja, aber wenn ich die Fingerabdrücke jetzt wegmache, dann sieht's vielleicht komisch aus. Das stimmt. Aber ich meine, wir waren ja alle da. Wir werden auf jeden Fall für dich bürgen. Währenddessen an dem kleinen Bulli vom Gaswasserinstallateur hat Ronny mit seiner Jacke, hat Jan seinen Hockeystick geholt. Und was möchte er damit machen? So, halt mal die Jacke davor und ich hau die Fensterscheibe ein. Das ist natürlich eine gute Idee. Dann mache ich das so. Ich ziehe meine fesche Jacke aus und hänge sie davor. Wie ein Toredo, wie auch immer die heißen. Matador! Das war das Wort. Also schlag dir jetzt dem Opfer das Glas ins, ins Gesicht. Ja, ich glaube. Das funktioniert so, du haust auf die Fensterscheibe, sie knackt noch mehr. Und das ist halt irgendwie, als ob so wie so ein Schutzfilm auf der Seitenscheibe drauf ist. Es ist halt bröckelt. Und ihr müsstet jetzt mit dem Stick weiter darin rumwühlen. Mhm. Würdet aber da durchkommen. Ja, nö, sonst also der Hockeystick hat ja auch hier irgendwie so eine Form im Endeffekt, ne? Ja. Also ich verhake den einfach vielleicht in einem Loch und dann ziehe ich an dieser Scheibe, um sie da rauszuziehen. Mhm. Ist wahrscheinlich einfacher. Ja, die Scheibe ist raus. Ihr habt freien Zugang zu dem Mann, der hinter dem Steuer klemmt. Ja, Atmet er noch? Ich pack mal irgendwie so hier ein bisschen, weil ich gelernt habe aus dem Fernsehen, ich pack den mal hier an die... An den Hals und spreche den an, weil, Entschuldigung, Herr, was stand auf dem Kastenwagen drauf? Röhrig. Herr Röhrig, hören Sie mich? Du hörst keine Reaktion. Er atmet noch, er hat noch Puls. Übrigens, Rune, du bemerkst auch die Taxifahrerin, sie atmet halt auch noch. Die sind halt beide nur sehr verletzt. Also, der ist auf jeden Fall noch, der lebt noch. Der lebt noch. Also, im Moment, Stand jetzt, leben beide noch. Hat er Stand also jetzt Gurt? Leben beide noch, ja dann, genau. Hat er einen Gurt am? Ja. Ja, dann versuche ich mal, schläg die Jacke so über die ganzen, über die Tür. Mhm. Und beug mich da rein und versuche den Gurt zu lösen. Ihr krabbelt rein und ihr hört im Hintergrund, hört ihr schon mehrere Sirenen.
Wollt ihr jetzt angucken, was kommt? Ich hoffe doch mal, dass das Richtige kommt, ja, ne? Die sich jetzt angucken wollen, sehen einen Polizeiwagen, einen Feuerwehrwagen und einen Krankenwagen auf die Unfallstelle zurasen. Mittlerweile in den umliegenden Häusern sind auch teilweise, siehst du, Rune ist dein Bruder, steht am Fenster, der hat das oben aufgemacht und guckt raus. Cora, deine Mutter, ist in den Vorgarten gegangen und schaut sich das an. Ist immer noch ein Stückchen weiter weg und kann nicht so wirklich sehen, dass du da drin rumhängst. Und macht halt einfach nur so einen langen Hals und guckt. Und ansonsten hat auch viele Fenster offen. Manche haben sich halt auch schon auf ein Kissen auf die Fensterbank gelegt und gucken dann so raus und gucken, was die Polizei macht. Manche am Telefon am Ohr. Und auf euch kommt eine Kolonne an Rettungsfahrzeugen zu. Ich wink direkt. Hier. Der Polizeiwagen, bevor der Polizeiwagen und die Rettungskolonne kommen, wollt ihr noch irgendwie, ihr könnt noch schnell was machen? Was heißt schnell? Soll ich schnell machen? Wir wollten ihn rausholen. Versuchen ihn rauszuholen. Das Fenster. Bin ich da jetzt ins Auto eingestiegen durch das Fenster oder hänge ich da nur so halb drin? Du hängst halt nur im Oberkörper, hängst du halt da drin. Du guckst gerade, ob du ihn irgendwie abschneiden kannst. Das Auto ist generell sehr deformiert. Ja. Die Türen sind deformiert. Die einzige Möglichkeit für dich, was du jetzt gerade sehen kannst, oder die einzige Idee, die dir gerade einfällt, man müsste ihn durchs Fenster ziehen. Ja, das wäre auch meine Idee. Ich hätte jetzt gedacht, ich springe halt rein und dann versuche ich ihn vom Beifahrersitz aus zu lösen und irgendwie so ein bisschen zu drehen mit dem Rücken ans Fenster und dann kann, Jan. Den von hinten irgendwie unter die Arme greifen und ich irgendwie von rausziehen, genau. Den nachschieben, damit er da rauskommt. Ihr beide... Rune? Ich möchte auf jeden Fall nochmal, solange ich noch in diesem Taxi bin, nochmal auf die Rücksitzbank gucken, ob da irgendwas ist. Auf der Rücksitzbank ist... So schnell gefahren ist. Ist nichts. Ja, dann krabbel ich wohl aus dem Auto raus. Und... Geh an die Bordsteinkante. Zu Cora, ich geh zu Cora. Während Jan und Ronny versuchen, Herrn Röhrig, aus seinem kleinen Bulli rauszuziehen, sind Cora und Rune vor dem Taxi, vor der Beifahrertür. Und ihr beide hört aus beiden Walkie-Talkies, die du dabei hast, Cora, das Kontrollsignal. Die Taste an einem Walkie-Talkie, mit dem man jemanden praktisch anfunken kann, um ein Geräusch zu machen und zu signalisieren, dass man da ist, hört ihr in unregelmäßigen Abständen. Und in dem Moment geht der Polizeiwagen hinter dem Taxi voll in die Eisen und vom Fahrersitz steigt ein 1,80 Meter, 1,83 Meter dicker, grauhaariger, leicht pausbäckiger Polizist in seiner grünen Uniform mit grüner Mütze aus und hat eine Fluppe im Hals. Was soll denn das werden? Was macht ihr da? Das ist ein Unfall und kein Spielplatz. Feuerwehrwagen geht dahinter in die Eisen. Und nicht aus der Fahrerkabine, sondern dahinter, wo noch eine Tür ist, wo die Mannschaft halt sitzt. Der erste, der rausspringt, Jan, ist dein Vater, der seine Feuerwehrklamotten anhat, sich umdreht, ein Rolltor am Wagen hochschiebt, eine hydraulische Klammer, so eine Zange rausnimmt. Die Kollegen schießen es gerade an, er bewegt sich zum Auto und bleibt schlagartig stehen, als er dich sieht, wie du gerade anfängst, schon fast fertig bist, in vermeintlich Herrn Röhrig aus dem Auto zu heben. Ja. Und Krankenwagen hält an, zwei Rettungskräfte springen raus.
Dein Vater, Jan, guckt dich an. Legt die hydraulische Klammer ab, rennt zu dir rüber und sagt: Seid ihr bescheuert? Ihr könnt ihn doch nicht einfach aus dem Auto nehmen. Er schiebt dich weg, er legt ihn auf den Boden. Wir brauchen sofort eine Halskrause! Wir brauchen sofort eine Halskrause! Vermeintliches Trauma! Und die Rettungskräfte kommen und dann Ronny, und schreien Ronny und Jan halt an. Was habt ihr euch dabei gedacht? Er könnte schwer verletzt sein! Und schiebt euch halt beide aus dem Weg. Ja, er wird jetzt nicht verletzter werden, nur weil wir den rausheben. Aber okay, ist in Ordnung. Jan atmet hier noch. Ja, gern geschehen. Jan, wie hieß nochmal dein Vater? Sagen wir Kurt. Kurt Klemann. Kurt dreht sich zu dir um. Du Freundchen, hält jetzt mal den Sabbel. Darüber reden wir noch. Und nimm deinen Hallodri-Freund mit. Ihr beide. Könnt vom Glück reden. Dass ihr jetzt nicht verhaftet werdet. Weißt du, Papa, du hast mir gesagt, ich soll helfen, wenn ich helfen kann. Ich hab's doch nur versucht. Verhaftet wegen... Dein Vater, zu sozial oder wie? Dein Vater kommt zu dir hin und drückt dir so einen Zeigefinger auf den Kopf. Du musst auch wirklich einmal nachdenken, was du machst! Die Rettungskräfte kommen, legen eine Halskrause an. Die Feuerwehrmänner gehen zum Taxi, schneiden das raus. Und die Polizei fängt an, euch einzusammeln. Ihr wisst, dass der dickere Polizist mit den grauen Haaren und der Mütze ist bekannt. Es gibt nicht viele Polizisten in dieser Region, also da in Valdems, wo ihr seid. Und ihr wisst, dass das Hauptkommissar Schmidtke ist. Hauptkommissar Schmidtke kommt selten raus, aber bei solchen Unfällen, die nicht so häufig vorkommen, ist er schon mal da. Und seine Kollegen Hassel und Plautzen sind mit dabei, die euch jetzt langsam einsammeln. Und nach dem Motto, hier gibt es nichts zu sehen, bitte entfernen Sie sich vom Unfallort. Gehen Sie bitte einen Schritt zurück, gehen Sie bitte einen Schritt zurück. Ja, sehr gut. Und Schmidtke noch sagt, ihr alle, der Blonde, der Gammler, das Mädchen und der Komische. Ich habe ein paar Fragen an euch gleich. Okay. Wen bist du hier, Komischer? Was war das? Nichts. Besser ist das, ne? Soll ich auch mitkommen? Oder warten? Einer der beiden... Kommissar Hassel sagt, wir müssen jetzt unsere Polizeiarbeit machen. Das ist wichtig. Oh, verstehst du das? Eieieiei. Also ich verstehe das schon. Verstehst du das? Oder redest du mit wem redest du? Mit Rune. Rune, okay. Hab schon. Ja. Ja. Die Unfallstelle wird... Es wird daran gearbeitet, ihr wurdet weggeschoben. Die Polizisten fangen an, so einen kleinen Stab mit so einem Rad rauszuholen aus ihrem Wagen und fahren damit halt über die Straße. Die Taxifahrerin wird ebenfalls aus dem Taxi rausgeschnitten, da wird auch eine Halskrause angelegt. Ihr könnt halt von der Seite hören, viele medizinische Begriffe, irgendwie hämatomischer Schock, wahrscheinlich irgendwie blablabla, Plasie, Blutgerinnsel, blablabla, irgendwie so Fachchinesisch für euch. Und die Polizisten, die an einem Taxi stehen und ein bisschen verwundert durch die Gegend gucken. Was wollt ihr machen? Mach ruhig, alles gut. Also, ich würde gerne kurz den Herrn Schmidtke irgendwie versuchen anzutippen und zu sagen, hey, haben die das, leben die noch? Ist alles okay bei denen? Kleines, alles gut. Du hast hier nichts verloren. Geh mal bitte nach Hause. Hier ist alles gut.
Okay. Komm, Kleines, jetzt in Frustration, ich gehe rüber zu Runi und sage, meine Mutter sagt, ich soll rausgehen, der Polizist sagt, ich soll reingehen, was soll ich denn jetzt machen? Wer ist jetzt die höhere Instanz hier? Ich muss unbedingt noch Zigaretten holen gehen. Hat deine Mom dich schon wieder geschickt? Ja, aber hier, Fuffi. Ihr hört den Polizisten plauzen, der in Taxi reinguckt und irgendwie sagt, kann das sein, dass die gemalt hat während der Fahrt? Und holt halt so ein Zeichenblock vom Beifahrersitz raus. Also das wird auf jeden Fall erklären, warum die so bescheuert gefahren ist. Ja, ich laufe da hin und entreiße den Block und sage, das ist meiner. Und während ich weglaufe, gebe ich ihm so einen Klaps auf den Po. Okay, das ist ziemlich viel, was du machen möchtest. Ich muss mal gucken, ob alles davon. Also, du rennst hin und er guckt sie das an. Was hast du drauf gemalt? Was hast du für ein Bild gemalt? Was für verstörende Eindrücke einer Psyche ist auf Papier gebannt worden? Nee, ich habe tatsächlich die Frau gemalt. Auch, also wie sie da im Tag einfach, wie das Blut hier so runterläuft, wo sie vorne aufs Lenkrad geknallt ist. Okay. Einfach, ich habe da so ein bisschen. In der Sekunde, der Polizist guckt jetzt an und fragt: Hat die sich selber gemalt? Und dann hast du es aus der Hand geschnappt und rennst weg. Und dann bist, ey, das ist ein Beweismittel! Und rennt hinter die her. Scheiße, Ronny, komm. Oh Gott. Was stimmt nicht mit diesem Jungen? Aber. Ich würde zu meinem Fahrrad laufen, den Hockeystick wieder in die Tasche stopfen, draufsteigen und hinter der kleinen Verfolgungsjagd hinterher und ein bisschen vorausfahren, damit Runi draufsteigen kann und wir abhauen können. Okay, wunderbar. Der Polizist ist vollkommen überfordert davon, dass der Block geklaut worden ist. Und du fährst mit dem Fahrrad an ihm vorbei und bist genau auf der auf Höhe von Rune. Und Rune, du merkst den Wink, dass dein Fluchtfahrzeug und Fluchtfahrer gerade da sind. Sehr gut. Tja, dann. Los, steig auf. Okay. Und sage, Map. Und dann ziehe ich von dann und irgendwo in die Seitenstraßen rein oder so. Ihr macht ordentlich Lack. Der Polizist kommt nicht hinterher, weil er noch zwischendurch von Oberkommissar Schmidt genau wieder zurückgerufen wird. Was veranstaltest du da? Jetzt fang das Kind doch. Und er so, was? Was soll ich machen? Oh, ich muss. Okay, ich fang das Kind. Und deswegen du hast ein bisschen mehr Abstand bekommen hast, weil die nicht so die hellsten sind. Ronny und Cora, ihr seid immer noch da. Macht mir doch beide mal einen Wurf auf Begreifen. Ich begreife das nicht. Ich muss ja echt mal... Den habe ich verkackt. Begreife gar nichts. Cora, was hast du für Begreifen? Cora, ich glaube, du bist gemutet. Ich habe einfach 7 Würfel, aber ich habe nichts begriffen. Same. Ihr seht aber noch, wie halt ein Polizist mit diesem Stock, mit dem Rad, die ganze Zeit über die Straße geht und sichtlich keinen Punkt zum Anfangen finden kann und dann ein bisschen ratlos zu Oberkommissar Schmidtke rüberguckt. Er sagt, kann doch nicht sein. Da muss Willst du mir sagen, der hat nicht gebremst oder was? Und ihr seht, dass Jan und Rune, die Verfolgung habt ihr gesehen, mit dem Fahrrad abgedampft sind. Was? Wir waren ja gerade dabei, als das hier passiert ist. Können wir vielleicht irgendwie als Zeugen
vielleicht helfen? Schmidtke kommt rüber. Nee, wir haben hier genug Leute, die das gesehen haben. Was wollt ihr, also, was lungert ihr hier denn noch rum? Macht sie zu, okay, dass ihr Land gewinnt. Okay, gut. Und du und zeigt auf dich, Ronny, du kannst vor deiner Tasche nochmal leer machen. Wofür? Ich hab doch nichts gemacht. Ja, dann sieh zu. Ja, danke. Komm, ihr beide. Komm, dann hol dein Fahrrad, wir fahren Jan und. Ich bin Namen. Ohne. Rune hinterher. Okay, und ich. Du hast ein Rad, ich, oder? Ich hab ein Rad, ja. Ich renn nochmal zurück und hol mein Fahrrad. Und, ihr holt eure Fahrräder und fahrt Rune und Jan hinterher. Ich würde gerne wenn wir losfahren, so einmal um das Taxi rumfahren und dem Schmidtke im Vorbeifahren sagen, die hat nicht gebremst. Die ist einfach an uns vorbeigeknallt in das andere Auto rein. So. Keine Geschichte. Ja, seid ihr langsam dran vorbeigefahren. Oberkommissar Schmidtke mit einem Ausruf der Empörung, der nicht schmeichelhaft ist, dir gegenüber, ruft es dir hinterher. Und ihr fahrt und trefft euch an dem Ort, wo ihr euch meistens trefft. An eurem Geheimversteck. Ein wenig weiter im Wald ist eine stillgelegte Brücke, die einen Hohlkasten hat, wo man durch einen trockengelegten Bach sehr komfortabel hineinschreiten kann. Es ist ein recht weitläufiges Waldstück. Und ihr habt es euch da recht gemütlich gemacht. Ihr habt von vielen Sperrmüll, der draußen auf der Straße in der Siedlung stand, euch mal irgendwie mit großem Würgen und Brechen euch mal irgendwie so eine halbe Couch dahin gezogen, über so einen ganzen Tag zu viert und mit Rollbrettern. Habt auch kleine Akkulampen installiert. Cora hat sogar eine kleine Solarpaneele, die mal irgendwo als Schrott im Wald rumlag. Teilweise von Geräten der Königskron GmbH, die halt irgendwie im Wald verendet und vergessen worden sind. Neben anderen Maschinen sich kleine Elektronikkomponenten geklaut, dass ihr drin auch Licht habt, sitzen könnt. Und das halt euer Ort, euer Rückzugsort ist, wenn euch alles mal zu viel auf die Nerven geht. Und dort trefft ihr euch nach und nach wieder. Ja, erstmal danke, Kleemann. Jetzt ist wieder alles im Kleemann. Ja, genau, Rune. Richtig. Ich gehe auch rein. Also, so sind wir schon drin? Nee, oder? Ihr könnt davor stehen, reingehen. Ihr seid halt so an der Brücke, die halt verlassen im Wald. Das ist so auch nur so praktisch ein Stück asphaltiert. Das hat man aber nie zu Ende. Man hat die Brücke halt gebaut, aber die Straße dahin irgendwie nie fertiggestellt. Mhm. Und dieser Weg dahinter, der führt einfach ins Nichts. Ihr wisst, dass halt in diesem Wald, der ist halt näher am Loop, näher an der Königskron GmbH, an dem Hauptsitz. Und es kann halt vereinzelt sein, dass im Wald halt diese Maschinen halt übrig geworden sind, verschiedene teilweise Roboter, die da halt rumgammeln. Ein altes Gauss-Schiff, Teil davon halt noch irgendwie in dem Wald verendet ist. Ab und zu seht ihr im Wald auch große, runde Sphären. Ihr habt mal herausgefunden, das nennen sich Echosphären, wo man nicht genau weiß, wofür sie da sind. Es wird aber dringlichst empfohlen, sie nicht anzufassen. Und halt dieses Stück, diese Brücke, was mal wahrscheinlich irgendwie als Infrastruktur für den Loop gedacht war, der aber nie zu Ende gebaut worden ist. Mhm. Und dort halt in dem Bereich, wo ihr da genau in dem Bereich seid, könnt ihr euch aussuchen. Ist ja auch nicht so relevant. Ich würde mich auf jeden Fall auf die Couch pflanzen. Ich warte noch unten auf Ronny und Cora. Und ich versuche mit
Entschuldigung. Hm. Ich würde sagen, ihr kommt nach und nach an. Genau, mit Schwierigkeit halte ich mit Ronny mit, weil ich ja sehr, ich bin eher klein und schmal. Und Ronny fährt schnell und ich versuche einfach mitzuhalten. Ja, dann grüße ich noch. Scheiße. Dann grüße ich noch den Ronny. Und ruf schon mal: Hey, Reimann, alles rein, Mann? Und halt auch nur so ein Stöhnen, das hält so. Oh. Ich fange an zu prusten im Hintergrund. Jetzt ist Ronny gemutet. Rune, du bist so cool. Ich wette, deinen Spitznamen hast du dir auch selber gegeben, oder? Sei ehrlich. Nee, den Namen meine Freundin, meine Freunde gegeben. Und das war damals bei den Taunus Boys, aber mein Bruder macht nicht mehr mit. Okay, also die Taunus Boys war du und dein Bruder und dein Bruder ist dein Freund. Ist egal. Also ich bin jetzt noch der Taunus Boys. Ich klopf dir auf die Schulter und sag, aber die Aktion mit dem Zeichenblock, das war schon sehr, sehr funny. Aber was hast du überhaupt gemalt? Hier, und dann zeige ich dir das Bild mit der Frau, die etwas größere Brüste hat, als sie tatsächlich hatte. Oh, Digga. Oh, Rune. Ich bin 14. Hallo. Daneben habe ich noch ein E-Mail gekritzelt. Argument. Ja, faires Argument. Ja, also halbtote Frauen malen und das zu sexualisieren, das schaffst nur du. Also, Hut ab. Ja. Die lebt ja noch. Die hat ja noch geatmet. Ja. Das war wie schlafen halt. Das war wie... Die hat einfach nur... Ist egal. Was meint ihr überhaupt, warum die so gefahren ist und nicht gebremst hat? Die ist ja wie eine Irre rumgeschlängelt. Ja, aber Alkohol habe ich keinen gerochen. Bin ich mir sicher. Ohne das abgeklärt zu haben, bin ich mir sicher, dass ich keinen Alkohol gerochen habe. Oder glaube ich das nur und muss das nochmal... Mach mir doch bitte mal einen Untersuchenwurf. Nochmal nachdenken. Wie ist das eigentlich? Das ist doch eigentlich so eine Special-Dings von mir. Untersuchen, kriege ich dann noch irgendwie einen Punkt drauf? Auf das Nein. Oder wie? Nee, du hättest dann einfach nur bis zu 3 Punkte da verteilen können. Ach so, deswegen habe ich das gemacht. Sehr gut. 7. Jetzt muss ich erstmal für dich sein. Was haben wir denn da? Das sind doch 7. Ja, 8 mal gut. Ja, okay, aber du weißt, wie deine Mutter gerochen hat, als sie die 50 Euro zugesteckt hat. Entweder hat die Taxifahrerin Wodka getrunken. Wodka, aber das riecht man, das hast du, das weißt du, weißt aber, du weißt schon ganz genau, also wie Bier, Wein und Spirituosen riechen, weißt du. Und die Frau hat nicht danach gerochen. Gut. Ja. Punkt. Vielleicht hat die Bremse auch einfach nicht funktioniert. Also keine Ahnung, es sah eher so aus, als hätte die gar nicht hingeguckt. Als hätte die ganz woanders hingeguckt. Und jetzt fällt mir auf, das Handschuhfach hätte ich auch mal untersuchen sollen. Was hast du denn noch so untersucht? Das konnte ich ja nicht mehr wegwischen. Ein paar Minuten. Was? Wovon wischen? Also... Der Frau, die hat nichts gebrochen, sagen wir mal so. Also, die hat auf jeden Fall, ich glaube, die Bremsen hätten funktioniert. Es sah eher so aus, hätte sie nicht hingeguckt und wäre einfach volle Karache da in Röhrig rein. Vielleicht. Also irgendwas, oder die war einfach viel zu schnell und hatte den Wagen nicht mehr unter Kontrolle. Das wird es wahrscheinlich das. Sie konnte nicht mehr bremsen, es war einfach viel zu spät. Aber... Wo muss man hier so schnell hin? Das ist die andere Frage. In welche Richtung war sie denn unterwegs? Also diese Straße, wo führt die im Endeffekt hin? Diese Straße führt nur in das Wohngebiet rein, was in sich abgeschlossen ist. Ihr seid jetzt da durchgefahren und
praktisch das Ende dieser, das Ende der Straße, also die halt einmal rumführt, die hat dann noch so eine Abzweigung, die halt praktisch in den Wald führt, wo lang gefahren hat. Aber eigentlich führt diese Straße nirgendwo hin. Okay, also macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Ich meine, wer in der Wohnsiedlung, also im Wald, muss hier überhaupt so schnell abgeholt werden? So, und jetzt würde ich genau mal dahin, wo sie hingefahren wäre, nämlich ins Nichts. Da muss er, das würde ich da mal, da würde ich mal weiterlaufen. Runi, jetzt, ne, vielleicht ist es auch wichtig, wo sie herkommt, wenn wir wissen, dass hier nichts, also, vielleicht ist die andere Richtung wichtiger. Vielleicht kommt auch was aus der anderen Richtung. Und wir sollten lieber in diese Richtung abhauen. Ja, aber das ist ja schon interessant. Also, ich würde gerne wissen, was da passiert ist. Na gut, hast du recht, ich bin dabei. Cool. Wie sieht's mit euch aus? Die Vermutung ist, muss ich ehrlich sagen, eigentlich schon ziemlich schlau, ja. Dass sie vielleicht abgehauen ist. Scheiße, ja, mein Vater wird mir den Kopf abreißen, aber. Wer das? Was ist denn eigentlich so unentspannt? Wir haben doch nur helfen wollen. Ach, du, weil, ja, ne? Ihr wisst doch, wie er ist. Die wollten uns nicht mal als Zeugen hören, obwohl wir die allerersten waren. Wir haben es am allerbesten gesehen. Alle anderen sind danach erst dazu gekommen. Die haben nur den Knall gehört. Wollten die uns nicht als Zeugen haben und wir sind einfach nur abgehauen? Wir waren blöd. Hat jemand ein Foto gemacht? Ich habe was gemalt. Naja, uns haben sie trotzdem dann danach gesagt, wir sollen abzischen. Also... Die glauben, wahrscheinlich nehmen die uns sowieso nicht ernst. Naja, oder sie wissen halt einfach, wo wir wohnen. Also. Und ihr dürft auch nicht vergessen, dass Hassel und Plautzen auch einfach die größten Vollidioten hier im Dorf sind, ne? Also. Ist es echt so einfach? Ist es so einfach, Polizist zu werden? Also hier in der Gegend bestimmt. Und wir waren so blöd und sind weggegangen. Ronny, dir fällt der Spruch ein: Hast du der dummen Söhne zwei, schickst du zur Polizei. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall fällt mir das ein. Okay. Also, was machen wir? Ich meine, wir können auch nochmal zurückfahren, bis. Ich weiß nicht, ob der Tatort da jetzt noch so liegen bleibt oder so, aber. Ja, wir können noch mal gucken fahren. Mal gucken, ob die noch was machen oder ob schon alles soweit aufgeräumt ist. Ja, genau, vielleicht haben sie es auch irgendwas übersehen. Es ist jetzt auch schon ein bisschen Zeit vergangen und es geht gegen Abend. Ihr habt ein bisschen Zeit gebraucht, um zu eurem Versteck zu kommen. Ihr habt da mal das über diesen Unfall Revue passieren lassen, ihr habt euch unterhalten. Und seid auch ein bisschen eurem, wie nenne ich das, Tagesgeschäft nachgegangen, rumzuhängen und zu labern. Und das ist jetzt halt schon, irgendwie, sagen wir mal, zwei, drei Stunden später, wo ihr halt dann wieder zurückkommen würdet. Ja, dann lass uns doch mal gucken, ob die irgendwelche Beweismittel irgendwo in irgendwelchen Gebüschen im Vorgärten oder so übersehen haben. Ganz kurz, aber wissen, also das eine war ein Taxi und das andere, habt ihr gesehen, was das für ein Auto war? Ein kleiner Van. Ein Klempner. Der Röhrig. Aber das Taxi war ja auch leer. Vielleicht ist das auch... Vielleicht musste sie jemanden ganz schnell abholen, der hier wohnt. Okay, dann lass uns vielleicht erstmal wieder losfahren und mal gucken, ob wir hier... Haben wir irgendwo ein Kissen oder dieser Gepäckträger ist? Also, ja, safe. Claro. Und ich gehe rein und wurschtel darum und gucke, ob ich ein Kissen finde oder irgendeine Decke. Also ihr habt perfekt. Da also ein paar alte Polstermöbel, aber das ist halt, also das ist halt unter einer Brücke und also die Polstermöbel sind halt auch schon so ein bisschen angegammelt, aber nur leicht. Es riecht ein bisschen feucht. Ach, für Ruhe, Bruni, es riecht ein bisschen komisch, aber ich glaube, es ist bequemer als der Gepäckträger. Ah, super, danke. Du bist, gerne. Also, danke. Und ihr macht euch zusammen, Rune, jetzt weich gebettet, auf einem alten Kissen für so einen Campingstuhl zusammengefaltet und macht euch auf dem Weg zurück zum Buchenweg, wo der Unfall passiert ist.
Die Unfallstelle an sich war relativ schnell anscheinend wieder geräumt worden. Man hat sich die größte Mühe gegeben, das in unfassbarer Eile zu regeln, weil es auch schon berüchtigt ist, dass die Waldsiedlung, dass auch einige hochrangige Menschen der Königskron GmbH arbeiten. Aber als ihr zu der Unfallstelle zurückkommt, seht ihr in der entgegengesetzten Richtung, da wo das Taxi herkam, in einiger Entfernung einen schwarzen BMW mit getönten Scheiben. Und ein Mann in einem grauen Anzug, strenge, dunkle Haare, die nach hinten gegelt sind. Ja, geht auch schon so Mitte 40 wahrscheinlich. Schwarzlederschuhe. Steht an dem Ort der Unfallstelle, wo noch halt Öllachen und dann noch so ein bisschen Prödel an der Seite liegt, steht da und macht sich in einem Buch Notizen. Sehr und richtig. Ihr kommt auf die Unfallstelle zu. Ich mal kurz das Gesicht des Typen. Ich zeichne das kurz. Also kurz ein Porträt zu malen. Ja, also der kann zeichnen. Das geht doch schnell. Die können das. Das dauert auch keine. Hast du schon mal gesehen? Kennst du nicht die? Das wird es irgendwann später mal geben. Ganz. Also noch lange, lange, lange. Da gibt es so einen Typen, der in der U-Bahn Leute malt, ganz schnell. Aber. Was ist das für ein Typ? Habt ihr so einen schon mal gesehen? Was soll der BMW? Was hat denn das für ein Kennzeichen? Von Königskron? Hat ein Kennzeichen von diesem Kreis. Ein ganz normales Kennzeichen. Nicht ja, ein ganz normales Kennzeichen. Ja, ich meine, so ein bisschen auffällig ist das schon, ne? Ja, ja, genau. In so wie von der Regierung. Alles hier soll was vertuscht werden. Typ macht sich Notizen. Jetzt soll ich mal da hinschleichen? Mal gucken. Sind wir nicht mit Fahrrädern mitten auf der Straße am Fahren? Ja. Aber ihr seid halt nicht mehr so viel. Ihr seid noch weit genug weg und er macht sich gerade Notizen. Ich meine, grundsätzlich, das ist unsere Nachbarschaft, würde ich mich natürlich fragen. Ich würde einfach auf den zufahren und fragen, was er sich dafür Notizen macht. Ob der ein Einbrecher ist und wir fahren so um ihn rum, Auskundschaftet. Weißt du? So drei, vier Fahrräder. Was machen Sie hier? Kommen Woher kommen Sie? Was machen Sie? So ein Blümchenkissen unterm Hintern. Lass uns da doch ein bisschen mit System rangehen. Ihr könnt doch nicht einfach da hingehen und den fragen. Ich kann den ja ablenken und ihr könnt ja mal gucken, ob was im Auto ist. Du denkst echt, der ist unabgeschlossen? Das Ding hat wahrscheinlich sogar eine Selbstverriegelungsanlage. Jetzt nicht mal das ein blöder Plan. Ich will auch ablenken, ich will auch mal gucken, ich will wissen, was da ist. Vielleicht können wir irgendwas im Auto erstmal entdecken. Vielleicht ist der Kofferraum auf, man weiß es doch nicht. Wir können es probieren, sehr gerne. Vielleicht kannst du ja auch mal irgendwie einen Blick auf den Block werfen, was er aufschreibt. Wie wär's, wenn Ronny und ich ihn ablenken und ihr beide... Sehr gut, machen wir. Finde ich gut. Was machen wir? Was machen wir? Ihr macht eure schlauen Sachen. Ihr macht eure schlauen Sachen und wir treiben ihn einfach nur zu Weißglut oder so. Ich weiß nicht. Ja, genau, das kriegen wir hin. Juhu, wir machen schlaue Sachen. Bin ich dabei. Gut, was wollt ihr tun? Schlaue Sachen. Das Erste, was mir einfällt, ist, ich fahre halt langsam auf ihn zu. Ich bin direkt hinter Ronny. Und frag ihn, also erstmal, ich bin ja höflich, ne? Guten Abend. Kann man Ihnen helfen? Suchen Sie ein bestimmtes Haus oder jemanden? Er klappt seinen Block. Ich kenne mich hier gut aus. Er klappt seinen Block zu. Oh. Guten Abend. Wohnst du hier? Okay, die Stimmlage gefällt mir absolut nicht. Nee, ich wohne hier nicht. Jetzt muss ich fragen. Ne, absolut gar nicht. Ich fahre ja einfach nur so rum. Hast du vielleicht den Unfall gesehen? Wieso? Es interessiert mich. Was kriege ich dafür? Er kramt in seiner Tasche rum und hat einen Heiermann in der Hand. Ein 5-Mark-Stück.
danke. Das kenn ich auch noch. Also, der reicht ja für eine Person. So, aber wir sind ja... zu zweit. Wir sind ja zu zweit. Er macht die Hand wieder zu, steckt den Heiermann ein. Dann bräuchte ich ja eine kleine Kostprobe. Also, währenddessen, was machen Rune und Cora? Ich versuche zu sehen, zu checken, ob es irgendeinen Weg drumherum gibt, wo wir nicht direkt an dem vorbeifahren müssen. Ihr könnt mir beide mal auf Schleichen würfeln und ihr bekommt plus 2 Würfel, weil Ronny und Jan den ablenken. Wie kann das sein? Ich habe keinen. Eins. Du kannst den Wurf du kannst noch einen Glückspunkt einsetzen, um das nochmal zu würfeln, oder du kannst den Wurf strapazieren. Dann bekommst du allerdings einen Zustand. Kann ich, wenn ich den Glückspunkt nehme, nur einen Würfel mehr machen? Oder nee, du kannst das alles nochmal würfeln. Okay, dann nehme ich den Glückspunkt. Ist er dann auch immer für immer weg? Ja, dann der ist dann für unser One-Shot für immer weg. Okay, fair. Dann benutze ich das aber jetzt. Ja, bringt mir auch nichts. Du kannst jetzt noch den Wurf strapazieren, aber dann bekommst du einen Zustand. Du dürftest nochmal alles würfeln, aber du bekommst... du wirst dann, wenn du ihn nicht schaffst, wirst aufgebracht. Das passt. Dann wirst du einfach hypernervös. Und es hat mir nichts gebracht, das kann doch nicht sein. Also ich suche mir einen anderen Würfelsimulator. Der ist echt blöd, bei mir passiert ja auch gar nichts. Okay, Cora, bei dir kickt der Stress so richtig hart rein. Du siehst diesen Mann, Ronny und Jan lenken ihn ab, aber das sind Erwachsene und die darf man nicht anlügen. Und ich weiß nicht, was in dem Auto ist. Und ich weiß nicht, was passiert. Und hier alle gucken mir zu. Und Rune ist nicht hilfreich. Und du fängst halt an zu hyperventilieren. Und stehst halt an der Straße. Und bist noch kein Zentimeter geschlichen und machst so. bis dich halt auch der Mann im grauen Anzug einfach mal rüberguckt. Und Jan und Ronny fragt. Sind das eure Freunde? Nö, noch nie gesehen. Ich, ohne hinzugucken. Nö. Genau, wir beide gucken nicht mal hin. der Mann im grauen Anzug ruft zu Cora und Rune rüber. Habt ihr auch den Unfall gesehen? Was für ein Unfall? Ich hab gar nichts gesehen. Sehr gut. Ich habe gar nichts gesehen. Entschuldigung, ich habe Asthma. Gut, ich kann jeden von euch, also Jan und Ronny, gebe ich euch für eine genaue Beschreibung des Unfalls jeder 5 Mark. Hm. 5? Deal. Können wir machen, ja. Er hat 2 5-Mark-Stücke in der Hand. Dann legt mal los. Eine Hälfte jetzt, eine Hälfte danach. Er gibt euch eine 5-Mark-Münze. Ich guck zu Ronny, nick ihm mal zu. Ja, es müssen unsere Fahrräder sind dann lang gefahren und dann kommen die eine Taxi an die fahren. Spaß. hat nicht gesagt, es muss deutlich sein. Ja, also es war total weird, also komisch. Also mein Kumpel und ich, wir sind hier lang gefahren und dann kam ein Taxi unfassbar schnell und unkontrolliert mit voll aufgedrehter Musik hinter uns an uns vorbeigefahren, hat fast Briefkästen und Vorgärten mitgenommen und ist dann am Ende der Straße, war das ja, ne? Die Straße weit runter kam ein kleiner Lastwagen entgegen und die sind frontal ineinander geknallt. Also
Ich habe noch nie sowas Lautes gehört. Du hast gesehen, bei lauter Musik hat er sich eine Notiz gemacht. Gibt den zweiten, die zweite 5-Mark-Münze, klappt sein Buch zu und sagt, vielen Dank. Ey, ich laute Musik, ob ich irgendwas erkennen kann auf der Liste. Wann war denn der Moment? Also ich habe das definitiv du, gemerkt. Du, Rune und Cora, ihr seid irgendwo da hinten und habt versucht zu schleichen und habt das, was nicht funktioniert hat. Und also, habt auch nichts gesehen. Ihr steht da hinten und sagt, nee, war ich nicht. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe definitiv bemerkt, er hat laute Musik notiert. Ja, also er hat sich laute Musik aufgeschrieben. Das haben Jan und Ronny haben das gemerkt. Also, sie haben sich jetzt von dem ganzen Unfall, der total merkwürdig ist, nur aufgeschrieben, laute Musik? Ich habe mir jetzt natürlich noch mehr aufgeschrieben. Ich habe schon einen Teil von den Rettungskräften erzählt bekommen. Die waren doch viel zu spät da, die wissen doch gar nichts. Was haben die denn erzählt? Das könnt ihr dann morgen in der Zeitung lesen. Ich kann nicht richtig lesen. Redakteur. Bitte? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Sind Sie Redakteur? Reporter, richtig. Netter BMW für einen Reporter. Ich guck ihm in die Augen. Machen wir doch bitte mal. Das wird gerade so. Was auf einfühlen. Mhm. Nee. Nee, mach ich nicht. Stoisch, schaut er zurück. Tatsächlich. Es ist ein sehr netter BMW. Und geht weg. Darf ich mich mal reinsetzen? Das sieht echt cool aus. Leider nein. Ich muss los. Er macht die Beifahrertür auf, setzt sich rein und der Wagen fährt los. Ich möchte mir das Kennzeichen merken. Ich möchte mir das Kennzeichen merken. Ja, du kannst dir das Kennzeichen merken. Du kannst dir das Kennzeichen aufschreiben. Hast du das? Für mich? Oder hast du das? Nee, das ist generisches Kennzeichen. Einfach aus. Also du hast das spezifische Kennzeichen. Ich habe jetzt aber kein Kennzeichen für den Wagen aufgeschrieben. Okay. Aber wenn du sagst, du weißt es, dann weißt du es. Da war also noch jemand anderes drin im Auto. War doch noch jemand drin? Er ist auf der Beifahrerseite eingestiegen. Und dann ist der Wagen losgefahren. Oder denkst du, ist über den Schaltknüppel drüber gehüpft. Vielleicht hat er aus England Rechtslenker BMW aus England Deutschland importieren lassen, weil er das einfach cooler findet. Genau, ja. Extra. Er will einfach die Illusion aufrechterhalten, dass er einen Chauffeur hat. Das ist halt die feine englische Art, Auto zu fahren. Irgendwas läuft hier ganz gehörig falsch. Hier ist das faul, ne? Ja. Und seitdem ihr am Wagen angekommen habt, Cora bemerkt es erst jetzt, weil sie jetzt langsam aufhört zu hyperventilieren. Ihre Walkie-Talkies haben im Unfall die ganze Zeit gepiepst, in eurem Versteck nicht mehr. Und sobald sie in der Nähe von dem BMW waren, haben ihre beiden Walkie-Talkies in ihrem Rucksack die ganze Zeit Signale von sich gegeben. Als wo der BMW langsam wegfährt und Cora aufhört zu überventilieren, piepsen in unregelmäßigen Abständen beide Walkie-Talkies. Aber beide Walkie-Talkies piepsen im gleichen Moment. Cora? Du piepst. Das Piepsen, das war vorhin auch während des Unfalls. Das kommt von dir. Bei dir piept's wohl. Ich hole das Walkie-Talkie raus. Ach, hier. Sorry, ja, ich habe schon vergessen, dass ich die eingesteckt hatte. Kann ich mir die, diesen Rhythmus irgendwie aufschreiben oder Rune sagen, dass er das aufschreiben soll in seinem Blog? Ja, also wenn du dir darüber genauer Gedanken machen möchtest, macht mir doch beide mal irgendeinen Technikwurf. Also da, wo ihr Technik am höchsten habt. Einen Erfolg. Bei 8 Würfeln, aber ist okay. Deine Würfel sind einfach cursed, ey. Ich hab 2. Der Rolle ist besser. Super. Und als Cora
die halt sagt, dass die Walkie-Talkies gerade piepsen und Ronny und Jan langsam zurückkommen zu euch und sich halt irgendwie fragen, warum die beiden plärrenden Walkie-Talkies in der Hand haben. Rune, dir sticht es, brühend heiß fällt es dir ein. Die Abfolge des Piepsens, es hört sich an wie Morsen. Wie ein Morsecode. Ja, dann schreibe. Und ich kann Morsen natürlich. Nee, kannst du nicht. Kann ich Morsen? Keiner von euch kann Morsen. Okay. Oh doch, also, ich habe viel aufgeschnappt beim Nachsitzen. Also ich kann Cora, du weißt auch grob, also was Morsen ist, weißt du. Ronny und Jan, ihr habt keine Ahnung, was Morsen ist. Aber ihr beiden, ihr wisst schon, was Morsen ist. Aber ihr könnt das Morse-Alphabet nicht aus dem Kopf. Okay, ich würde... Und ihr merkt halt, ihr hört das noch, es noch piepsen, und je weiter der BMW wegfährt, desto leiser wird das Piepsen, bis es irgendwann aufhört. Ich durfte mir das aber noch aufschreiben, ja, ne? Ja, du durftest sie noch aufschreiben, ja. Du kannst hier eine Sequenz, kannst du dir aufschreiben. Hab ich. Und Rune, mit deinen zwei Erfolgen stellst du relativ schnell die Verbindung her. Also kommst du auf den Schluss, dass wenn das Signal, wenn das halt so leiser wird und ausfadet, dass das Signal zu schwach ist von den Walkie-Talkies. Oder dass die Walkie-Talkies zu schwach sind, das Signal zu halten. Ich kann Rune denken hören. Wird das gerade schwächer, je weiter sich das Auto wegbewegt? Kann das sein? Definitiv, oder? Also. Ja, es wird ja auch leiser. Sollen wir hinterherfahren und ihr schreibt, oder wolltet ihr das irgendwie aufschreiben oder so? Kommen wir in der Bibliothek vorbei? Kommen wir irgendwo vorbei, wo wir das Maus sagen? Können wir wen fragen unterwegs? Hast du nicht den totalen Nerd-Bruder? Leute, ich glaube, ich sehe die schon kaum noch. Wir verlieren sie gleich, ne? Wir sollten jetzt los. Lass uns los. Wir hinterherfahren. In dem Moment, wo Cora sagt, wir möchten jetzt los, in der Nähe der Unfallstelle steht Coras Mutter auf der Veranda und guckt raus. Ne? Cora Müller! Weißt du eigentlich, wie viel Uhr es ist? Entschuldigung, Mama, wir haben... Aber ganz zügig! Das war meine Schuld. Wir haben noch Eis gegessen. Ist schon gut, Rune. Ich gehe. Alles gut. Und ich gehe enttäuscht rein, weil ich wurde jetzt gerade so richtig excited. Und alle bemerkt, dass es verdammt nochmal Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn man nicht noch mehr den Kopf abgerissen bekommen möchte. Ja gut, Männers, was machen wir? Machen wir noch was? Ich muss jetzt rein. Tschüss. Ja, tschüss. Wenn ihr jetzt alle nach Hause wollt, müsst, ich meine, Jan, dein Vater war auch nicht so gut auf dich zu sprechen eben. Der war ein bisschen... Lass hinterher. Okay, aber Cora... Ja. Die Walkie-Talkies. Scheiße. Cora! Na denn. Aber wir können doch jetzt. Cora, also. Dann ist sie nicht dabei, wenn wir irgendwas herausfinden oder so. Das ist auch schade. Kannst du denn mit Cora darauf hinauslaufen? Deine Mutter wollte, dass du rausgehst. Kannst du die nicht einfach überreden, dass du noch ein bisschen draußen bleiben kannst? Also, es ist für euch alle Heimgehzeit. Ihr wisst ganz genau, es dämmert mittlerweile, wenn ihr länger draußen bleibt, kriegt ihr auf jeden Fall einen saftigen Anschiss und morgen ist Schule. Und ich habe noch keine Zigaretten geholt. Und du hast noch keine Zigaretten geholt. Okay, sollen wir dann morgen nach der Schule vielleicht mal gucken, ob wir dieses Signal, was ihr da gehört habt, wiederfinden? Ja, vielleicht finden wir beim Asselmann irgendwas. Oh, okay. Aber dann ohne mich beim Asselmann. Ich glaube, der hat mich heute... ich glaube, der kann ich nicht mehr hin. Aber Ronny, dir fällt auch ein, dass Herr Asselmann der Herr über eine sehr kräftige Funkanlage ist. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, ich habe den heute ein bisschen
Stimmt. Und auch, und Rune, mit deinen zwei Erfolgen, wenn du halt weißt, dass die kleinen Walkie-Talkies irgendwie zu schwach sein können, das Signal zu halten und zu empfangen, weißt du aber, dass halt eine ordentliche CB-Anlage, wie die in der Schule, in der Funk-AG, deutlich stärker ist. Bei Sigi weiß ich das. Also, ich meine, es gibt eine Möglichkeit. Nach dem ganzen... Der Herr Asselmann und ich haben uns nicht so ein bisschen in die Haare bekommen. Aber er meinte, es ist immer ein Platz für mich am CB-Funk, wenn ich möchte. Vielleicht, wenn ich morgen kleinlaut angekrochen komme und meinen Stolz runterschlucke. Das klingt nach einem Plan. Können wir da mal mit ihm was ausprobieren. Ja gut, dann... Morgen. Ihr geht alle nach Hause und verabredet euch am nächsten Tag nach der Schule vor den Räumlichkeiten der Funk AG. Cora, du kriegst einen leichten Anschluss, weil du zu spät bist. Rune, gehst du noch Zigaretten holen? Ja. Du gehst noch recht spät Zigaretten holen und deine Mutter, deine Mutter hat vergessen, dass sie sich überhaupt weggeschickt hat und freut sich, dass du da bist. Jan, du kriegst den Einlauf deines Lebens und eine wirklich unfassbar lange Predigt darüber, wie Erste Hilfe funktioniert, Verletzungen, dass du ein Hirn anschalten sollst, etc., etc., pp., dass wir Konsequenzen haben, du wirst noch härter rangenommen, und so weiter und so fort. Und jetzt auch nochmal, und in der Schule läuft es auch nicht so gut, habe ich gehört, und da wird nochmal alles auf den Tisch gebracht, nach dem Motto, dann musst du auch an dem Abend noch deine Schulhefte rausholen, die werden auch noch durchgegangen. Es ist halt so richtig das volle Programm. Ja, dein Vater hat so richtig keinen Bock. Und er macht das ganze Programm, weil er halt weiß, er kann dir schlecht Hausarrest geben, weil er sehr viel arbeiten muss und nicht kontrollieren kann, ob du zu Hause bist. Und Ronny kommt nach Hause. Muss ich mal kurz gucken, wie Ronnys Eltern nochmal drauf waren. Biggie ist wahrscheinlich mit der Moni am Saufen. Ach ja, genau. Deine Mutter hat mit ihren Freundinnen hat auch noch ihren Buchclub. was aber eigentlich nur, also es liegen halt Taschenbücher auf dem Tisch, aber eigentlich hauen sie sich halt ein Prosecco rein von morgens bis abends. und es ist halt auch, es fällt gar nicht auf, dass du da bist. Nächsten Tag, die Schule fängt früh an. Ihr habt teilweise den gleichen Unterricht, teilweise unterschiedlichen Unterricht. Aber nichtsdestotrotz, wieder so um 15.30 Uhr trefft ihr euch alle nach der Schule bei der Funk AG wieder. Und wer möchte an die Tür klopfen? Ich. Und Rune klopft an die Tür. Herr Asselmann macht die Tür auf und schaut verwundert in die Runde. Einmal einen scharfen Blick an Ronny, einen vollkommen verwunderten Blick an Jan nach dem Motto, was machst du denn hier? Und an Rune und Cora, schön, dass ihr hier seid. Und er sagt, was haben wir denn hier? Ich glaube, das Ende dieser Folge von Tales of the Loop, neue deutsche Welle. Wir sind nächste Woche mit dem zweiten Teil wieder da, wo wir voraussichtlich dieses One-Shot beenden werden. Mal gucken, wie es ausgeht. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank an alle Zuschauenden. Vielen Dank an meine fantastischen Mitspieler und MitspielerInnen. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.